Hoher Besuch im Tübinger Rathaus. Der schwedische Minister für Wohnungsbau und digitale Entwicklung, Peter Eriksson, kam in die Universitätsstadt. Ihn interessierte vor allem, wie die Stadtverwaltung die Tübinger Bauherrengemeinschaften fördert. Natürlich durfte sich Peter Eriksson als erstes in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Hier sind bereits viele prominente Besucher der Universitätsstadt verewigt. Nachdem der Minister sich eingetragen hatte, ging es aber ans Eingemachte. Baubürgermeister Kurt Söke erklärte die Tübinger Stadtentwicklungskonzepte sowie die Förderung von Bauherrengemeinschaften in der Universitätsstadt. Eine Bauherrengemeinschaft ist eine Gruppe von Menschen, die zusammen ein Haus plant und baut. Natürlich mit Hilfe eines Architekten. Genau dieses Konzept will Peter Eriksson für die schwedische Bevölkerung nutzbar machen. Das soll dem Königreich helfen. Yes, we have too high prices. Ja, unsere Preise sind zu hoch und wir haben zu wenige Häuser in vielen schwedischen Städten. Teile dieser Idee könnten die Kosten runterbringen. Du musst diejenigen wegnehmen, die Profit machen wollen. Wenn du das clever machst, kannst du Teile der Kosten runterbringen. If you do this clever, then you can of course take down a part of the cost. Ein solches Konzept dürfte diejenigen Schweden ärgern, die mit Immobilien eine Menge Geld verdienen. Für Peter Eriksson kein Problem. Denn mit den Konzepten aus Tübingen sei es vielleicht möglich, mehr bezahlbaren Wohnraum in Schweden anzubieten. Warum aber ist gerade Tübingen mit seinem schwierigen Wohnungsmarkt in Schweden bekannt? Das ist in Tübingen manchmal gar nicht so bekannt, dass das so ist. Aber Tübingen hat vielleicht als konsequenteste Stadt in Europa einen Weg einer kleinteiligen und anderen Stadtentwicklung gemacht. Das heißt, ich und auch ein paar andere sind relativ viel unterwegs und es gibt sicherlich in Europa 40, 50, 60 Städte, Regionen, die nicht kopieren, aber die sich immer wieder das ein oder andere Beispiel oder ein andere Element übernehmen und die sagen, zu unseren Entwicklungsimpulsen gehört Tübingen ganz relevant. Stadtbezirke wie das französische Viertel, das Mühlenviertel oder die alte Weberei sind auf Basis dieser Stadtentwicklung gebaut worden. Schweden braucht in diesem Bereich Hilfe. Die Wohnungspreise sind noch viel höher in Schweden, als sie sind in Deutschland. Und wir haben zusätzlich ein Problem, dass die Städte, die wir bauen, schlecht sind. Und daher schauen viele nach zum Beispiel Tübingen. In der Universitätsstadt gäbe es Werkzeuge, die Schweden nutzen wolle, um eine andere Stadtentwicklung im Königreich zu bekommen.